Ich grüße alle Kursteilnehmer. Dies ist bereits die zweite Woche unseres Kurses. Letzte Woche haben wir schon gezeigt, auf welche unterschiedlichen Arten man in Deutschland studieren kann. In dieser Woche geht es noch einmal um grundlegende Begriffe. Diese Begriffe müsst ihr kennen, um gut ins Studium starten zu können. Was kann man alles in Deutschland studieren? Wie ist ein Studium aufgebaut und wie läuft so ein Studium in Deutschland ab? All das werden wir euch in den Lektionen dieser Woche erklären.